Selbsterkenntnis. Ungeheuer wichtig. Ja. Im Buddhismus sind das die vier edlen Wahrheiten. Das mit dem, oh, die Buddhisten, die sind doch die, die denken, alles ist immer schlecht. Das ist halt nur einer von den vier Grundsätzen. Also eher positiv ausgedrückt, wenn etwas schlecht ist, dann muss es eine Ursache haben. Wenn es eine Ursache hat, dann kann ich damit auch umgehen. Das sind die vier edlen Wahrheiten auf modern ausgedrückt. Dann gibt es ein neueres Prinzip, sehr populär gemacht von Tara Brach. Das ist RAIN-Prinzip. Recognize, Allow, Investigate und Nurture. Also erstmal mitkriegen, wie oder was gerade ist. Erlauben, dass es so ist, jetzt. Dann untersuchen und dann rausfinden, wie ein Weg zur Besserung wäre und den dann pflegen, diesen Weg zur Besserung. Nurture. Nähren, gießen, kultivieren, Gong, kultivieren. Und Selbsterkenntnis ist eben bei diesem Untersuchen in der Meditation im Alltag. Ja, deswegen gibt es eben diesen Spruch, Alltag ist auch Meditation. Der wird dann verkehrt rum angewandt. Ich brauche nicht meditieren, Alltag habe ich auch so. Also diese Zen-Sprüche sind ungeheuer wichtig. Welcher Meister hat das in welchem Kontext, zu welchem Schüler, zu welcher Zeit gesagt? Und dann müsste man eigentlich den Meister persönlich kennen und den Schüler, um es wirklich einzuschätzen, intellektuell. Wenn man dieses stille Sitzen macht, dann merkt man, es gibt eine ganz andere Ebene der Erkenntnis, die ist umfassender, aber die erzeugt keine Reibung mehr. Also da urteile ich nicht über andere. Ich bin mit dem Urteilen sowieso. Es macht nur Stress. Die meisten 99,9% aller Urteile sind über ich, andere und so weiter. Völlig überflüssig. Bewirkt gar nichts. Nicht diesen Weg, Nurture zur Besserung. Und diese Selbstreflexion, Kontemplation, ist Bestandteil der Meditation, aber eben auf einer nicht verbalen Ebene. Das ist eine Sache, die sich erst mit der Zeit erschließt. Wir sitzen in Stille, deswegen super simpel. Einfach nur hinsetzen und den Körper zur Ruhe kommen lassen. Machen wir gleich. Gleich mitmachen. Aber nur ganz kurz, damit man das auch ins Praktizieren übersetzt. Also einfach nur sitzen. Super simpel. Gibt nicht viel zu erklären eigentlich. Ja, sitzen aufrecht, damit ich frei atmen kann, auf der Erde oder auf einem Stuhl oder auf einem Meditationsbänkchen. Einfach, dass man frei atmen kann. Achte mal auf den Körper. Da habe ich sonst keine Zeit zu. Und manchmal dauert eine ganze Sitzung nur, verbringe ich nur damit, auf den Körper zu achten. Ist toll. Der fühlt sich besser danach. Ja? Und danach kommt dann quasi die Stimmung, die Gefühle, die körperlich auch sind, ja? Mit der Stimmung zusammen, den Gedankenmustern. Und dann langsam den Geist von selber. Von selber, mit keinen, also man kann, wenn ich sehr starke Emotionen habe, sehr starke Gedanken, dann gibt es Techniken, um ihn dann mal wenigstens kurzzeitig abzubremsen. Es ist okay, damit man mal wieder aus dem Stress rauskommt. Das sind aber eben grob Maßnahmen, nicht zum Einüben,
sondern wirklich der nächste Schritt wäre eben, den Geist von selber zur Ruhe kommen zu lassen, um, da kommen wir zu unserer Selbstreflexion, um rauszufinden, wie findet das denn statt? Was führt dazu, dass er vorher aufgeregt war? Kann ich mein Leben so umstellen, dass er sich gar nicht aufregen muss? In dieser stillen Sitz-Session, auch wenn die jetzt nur 5 Minuten ist, mache ich zum Anfang einen Körperscan, eine Körperreise, um festzustellen, wie geht es meinen Fußsohlen, den Fußgelenken, den Unterschenkeln, den Knien, den Oberschenkeln, der ganze Hüftbereich, auch der Torso, damit gebe ich mir eigentlich ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt so in 5 Minuten soll das reichen, einmal schnell durch den Torso zu wandern, auch festzustellen, wenn irgendwo Anspannungen sind. Die wahrnehmen, nicht weghaben wollen, erlauben. Und durch die Aufmerksamkeit, die ich den Verspannungen schenke, lösen die sich meistens. Schultern, Oberarme, Unterarme, Hände. Ein wenig die Brust frei atmend öffnen, dann richtet sich der Kopf aus. Dann gibt es für den Rücken ein Gefühl, wo er sich gut anfühlt. Auch das kann man kultivieren, auch in Übungen. Und dann gehen wir genauso mit den Stimmungen und dem Geist um. Wir schauen mit diesem nicht-verbalen Aufmerksamsein, aber auch mit Freundlichkeit. Also Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Gelassenheit. Diese Richtung. Wie geht es meinem Geist und meiner Stimmung jetzt? Und auch da erlauben, lassen wir das zu, erlauben, wie es jetzt ist. Wenn er aufgewühlt ist, ist er aufgewühlt. Wir schauen zu, wie er sich langsam beruhigt. Es ist wie ein aufgescheuchtes Kind. Das schlagen wir nicht oder fesseln es oder irgend sowas oder machen irgendwelche Taktiken. Ab und zu schon, wenn wir hilflos sind und uns nicht besser zu helfen wissen, nehmen wir eben auf einen Punkt starren, Tratak oder schielen oder irgendwas, ja, um uns zwangshaft zu sammeln. Das muss nicht sein. Ja. Man kann das. Ja. Kann auch sowas üben. Aber wir machen das sanfter und lernen daraus. Also es geht nicht nur um Ruhe, Gelassenheit, Samatha. Es geht nicht nur um dieses tolle Gefühl der allgemeinen Liebe, Metta, Freundlichkeit. Und es geht nicht nur um diese Klarheit und Aufmerksamkeit, Vipassana. Sondern alle drei Richtungen sind riesengroß, immer wieder neu und müssen zusammenkommen. Im stillen Sitzen und hoffentlich auch im Alltag. Ja, jetzt war doch noch mal 2 Minuten, 1 Minute in Stille.
dann später im stillen Sitzen bleibt nur der Körper, wie er da atmet. Und irgendwann kommt so ein inneres Lächeln. Es geht dann noch weiter. Aber für die ersten Jahre ist das wunderbar. Wir versuchen keine besonderen Erlebnisse zu erzeugen. Dieses innere Lächeln ist sehr natürlich und extrem hilfreich. Heilend für Körper und Geist. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. In den Chat gucke ich gleich. Ich wollte klar machen, dass diese Selbsterkenntnis ein Riesenteil ist und es eben nicht zu sofortiger Ruhe, zum sofortigen Wohlfühlen führen sollte, sondern eher die Beschäftigung und Lernen mit den Hindernissen zur eigenen Ruhe, zur Entspannung, zur Freundlichkeit, zur Aufmerksamkeit geht und daran zu lernen, dass es eigentlich logisch, dass man dann dadurch, dass man die Hindernisse langsam abbaut, dass das ganze Leben besser wird dadurch. Deswegen Meditation ist für nichts gut. Das ist ein Zen-Spruch. Er schließt sich auch erst, wenn man eine Praxis im stillen Sitzen hat, weil wir nichts erreichen wollen. Das kann ich schon abhaken. Habe ich schon gesagt. Selbsterkenntnis kann man irrsinnig lange auch sich mit beschäftigen. Muss man auch, ist eine endlose Sache. So wie die Brahma-Viharas. Kommt irgendwann anders.